Inksack, Black Dye und ein Redstone. Okay. Ein Redstone coming up. Redstone ist jetzt hier. Black Dye, Black Dye, Black Dye. Haben wir sowas noch? Haben wir gar nicht. Inksack, haben wir Inksack noch? I will crush you like a Inksack. So, warte. Inksack, nochmal kurz gucken. Wie kriegt man denn diese komische Coal eigentlich hin? Will ich mal ganz kurz gucken. Pulverized. Pulverizer. Oh, na klar. Ja, das ist toll. Ich glaube, das kriege ich auf gar keinen Fall hin. Noch nicht. Wir brauchen Inksack. Habe ich noch einen Inksack irgendwo? Warte, hatte ich die hier unten? Da, Inksack. Yeah, ich wusste, ich habe noch einen. Und einmal Glas. Haben wir hier oben noch Glas zufällig drin, aus irgendeinem Grund. Nur für Sates. Okay. Ich gehe mal kurz nach unten, wir haben ein Glas. La, la, Glas, wir hier hinten. So. Jetzt haben wir die aber. Na, Gott sei Dank. Boah. Alter. Was für ein Geraffel. So, warte. Redstone hierhin, Inksack dahin, Glas dahin. Zack, Void. Jetzt haben wir es aber. So. Ja, ich hoffe mal, das funktioniert alles auch einigermaßen. Für die Pipes brauchen wir eine eigene Kiste. Das geht so nicht mehr weiter. Das ist alles so ein Geraffel hier inzwischen wieder. So, oh, alles viel zu voll und alles viel zu viel und alles viel zu... Hier, die Mana Beans. Da... Ich weiß, die kann man aufmachen. Uncommon Treasure kann man öffnen, weiß ich selber. So, Ordo, Terra und Perditio. Natürlich. Gerade die drei sind mir die liebsten. Ordo und Terra halte ich generell weniger von als von Perditio, natürlich. Was kann ich mal zerstören? Ja, geht. Sehr langsam mit dem Holz natürlich, aber was willst du machen? Es geht auf jeden Fall, das ist schon mal ganz gut. Habe ich irgendwas, hier die Facade-Dinger würde ich am liebsten nicht zerstören. Habe ich irgendwas, was ich weghauen will? Die 26 Bamboo-Saplings. Ne, warte mal, hier Void Seed. Die Diamanten kann ich übrigens nochmal... So, warte. Alter, ich habe hier so viel Grütze einfach gerade. Ich brauche eine Kiste für Pipes. Kiste für Pipes. Und hier oben wird es auch immer leerer drin. Hier ist immer leerer. So, Diamantos. Zack, so. Gut, funktioniert. Also, wir haben unseren Mülleimer. Das unten können wir die Apparatur, die nicht funktioniert, können wir abreißen. Mülleimer haben wir. Wir müssen nur gucken, dass dann da hinten mit dem Pipe, müssen wir dann irgendwie so ein bisschen tricksen, dass die Pipe dann da hinten ankommt. Ne, wir müssen gar nicht tricksen. Wir müssen nur gucken, dass wir da wieder hinkommen. Weil es vielleicht ein bisschen doof, dass wir die hier gebaut haben, bevor wir die andere da schon hingebaut haben. Aber egal. Das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. So, Stonepipes. Stonepipes. Brauchen wir Stein für? Haben wir zum Glück alles parat? Dann haben wir noch mehr Pipes. So ein Glück. Wir haben einfach viel zu wenige Gegenstände. Vielleicht mache ich die Pipes auch hier unten rein oder so. Ich weiß noch nicht genau. Oder einen Rucksack mit Pipes. Vielleicht einen Rucksack mit Pipes. Ich weiß es gar nicht. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stone müssten wir hier haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Chain Knife, 12. So, nehmen wir die normalen Stone Pipes, die sind doppelt so schnell wie die Cobblestone Pipes. Früher hatte ich es nicht eilig, jetzt irgendwie schon. So, und Golden Pipes haben wir ja zwischendurch auch. Reicht. Wir brauchen gar nicht so viele Stone Pipes, fällt mir gerade auf, weil wir ja eh die Kiste, die Zwischenkiste machen. Alles gut. Alles gut. Ach halt, wir gehen erstmal kurz nach oben. So, wir gehen einmal ganz kurz nach oben. Hier hinter die... hallo. Ey. Hinter die Wand und... Schmopp. Da ist angeschlossen. Ich hoffe, das funktioniert. Haben wir einen Hopper... Ah, der Hopper ist, glaube ich, schon angebracht. Und die Dinger haben wir auch. Hallo. So. Okay. Na, was? Mit dem Rohr, genau.
Wird nicht reichen, oder? 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 Hallo? 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 So. Oh nein, ist auch wieder runtergefallen, oder? Kann das überhaupt runterfallen? Kann das da runterfallen? Ich weiß nicht. Das Ding. Okay, das wird spannend. Das muss ja auch wieder zurückgehen dann, ne? Das muss natürlich auch wieder zurückgehen. So, pfuh. Da haben wir es jetzt gefunden. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Und dann bauen wir uns, wir basteln uns da einfach durch. Wir basteln uns hier durch. Und dann da runter. So machen wir es. Ja. Funktioniert gut. habe ich zufällig... Habe ich Erde dabei? Ich habe Erde dabei, okay. Ich hoffe, das geht. Wups und wups. Ja, das geht. Ist nicht schön, aber zweckmäßig. Ihr kennt es doch. So. Zack. 8 Stück haben wir noch. Das reicht sogar. Ja. Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt aus 2 verschiedenen Richtungen gebaut habe und deswegen geht es nicht. Nein! Bitte sag mir, dass es nicht so ist. Bitte sag mir, dass es nicht so ist, weil ich aus dieser Richtung anfangen bauen... weißt du schon. Ich muss, glaube ich, von hier aus anfangen zu bauen, ne? Ich müsste quasi diesen hier weiterverfolgen und da oben dran knüpfen. Sonst geht's, glaube ich, nicht, oder? Ist das nicht so bei den Ducts, dass man immer gucken muss, aus welcher Richtung man baut? Anders hat es bei den anderen Dingern nämlich nicht funktioniert. Ja, okay. Egal. Egal. Ich hoffe, der Hopper oben funktioniert wenigstens. Sonst muss ich nämlich den Hopper nochmal neu bauen. Und das wird da hinten ein Krampf. Wenn ich den von oben bauen soll, da muss ich die Treppe aufreißen, glaube ich. So. Ich hoffe, das geht. So, das ist angeschlossen. Ich hoffe nur, es geht auch. Ich probiere mal ganz kurz hier in den Hopper was reinzuschmeißen. Was nehmen wir denn? Ein Hölzchen. Geht durch. Oh. Hölzchen geht durch. Hölzchen geht durch. Und wenn ich eine Engine reinschmeiße. Ich habe Angst. Die ist mir zu teuer. Ich schmeiße eine Stone Transport Pipe rein. Die müsste jetzt durch das ganze System wandern. Und dann irgendwann hier auftauchen. Hoffe ich. Wenn alles funktioniert. Wenn alles nicht funktioniert, muss ich alles manuell abgehen und gucken, wo die geblieben ist. Oh oh. Ich ahne was. Ich ahne was. Ich ahne etwas. Wir müssen den Hopper neu machen, oder? Nee, kann gar nicht sein. Das kann gar nicht hier oben in der Kiste sein. Das geht überhaupt nicht. Aber da können wir ja sowieso nicht reingucken. Nee, ein Hopper kann das ja nicht in die Kiste zurückschmeißen. Das geht ja nicht. Aber wo ist das Ding gelandet? Bitte sag mir, dass es jetzt hier draußen ist. Bitte sag mir, dass es hier draußen ist. Nein, wo ist es gelandet? Wo ist es gelandet? Ich will nicht die ganze Strecke abgehen. Ja gut, aber hier kann es ja eh nicht sein. Matt. Hä, warum hier? Warum ist das hier stecken geblieben? Hä? Da geht nichts durch. Warum ausgerechnet bei dem hier? Das ist doch nichts anderes als bei den anderen. Hä? Oh, okay. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Oh nein, bitte nicht. Sag mir nicht, dass es so ist. Hier ist der Schalter drüber. Hier, da ist der Schalter drüber. Kann es sein, dass das Ding deswegen aus ist? Ist das Ding vielleicht deswegen aus, weil der Schalter hier drüber ist? Oh, Alter, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr.
Ich hasse es so sehr. Alter, ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr. Das war jetzt auch nicht abzusehen. Also das war wirklich nicht abzusehen. Okay, pass auf. Wir machen das anders. Holz weg. Engine weg. Schalter kommt zu Papa. Schalter kommt hier hin. Der Schalter kommt hier hin. Also das hätte man jetzt nicht, das hätte man jetzt aber auch nicht ahnen können. Dass das Ding genau da drüber ist, das ist wirklich Pech. Wir haben sehr viel Glück beim Bau gerade, dass das alles noch so einigermaßen passt. Aber leider auch sehr viel Pech. So, Wooden. Wooden Transport Pipe. So, zack. Und schon lüppt's wieder. Und es müsste auch unten lüppen. So. Dann müsste man das hier auch hinkriegen. So, jetzt dürfte hier kein Redstone-Signal irgendwie drüber sein. Das war jetzt aber auch wirklich Pech einfach nur. Das war jetzt, sorry. Das kann man ja nicht ahnen. Okay, wir testen hier nochmal ganz kurz. Ich schmeiße jetzt nochmal eben eine Stone-Transport-Pipe rein. Und die müsste dann hoffentlich irgendwann demnächst bald hier auftauchen. Bitte. Bitte. Ey, bitte. 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 Ja! Oh, zwei! Einer ist unterwegs verloren gegangen, wie es aussieht. Ja, zwei! Ja, es funktioniert! Es funktioniert. Und jetzt nochmal ganz kurz Probe aufs Exempel. Probe aufs Exempel. So. Die Kiste. Wir haben zwei Soapstone und einmal zwei hiervon. Soapstone müsste einsortiert werden. So, hier. Zack, da kriegst du ein bisschen Speed durch Gold. Geht alles in eine Kiste rein. Müsste jetzt theoretisch automatisch rausgezogen werden. Hoffe ich. Vom Hopper. Hallo? Warte kurz. Oh, bitte funktioniere. Das wäre geil. Das wäre so geil. Noch nix. Okay, ich guck mal kurz beim Hopper. Nicht, dass da... Hoppala. Nicht, dass da gar nichts ankommt. Hopper ist leer. Kiste kann ich nicht prüfen. Hopper wäre so oder so leer gewesen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Hopper aus der Kiste zieht. Bin ich noch nicht so sicher, ob der Hopper mit dem Hopper-Duck da unten angebunden ist. Es kann sein, dass das noch nicht so funktioniert. Ich glaube, der Hopper funktioniert noch nicht ganz. Ich glaube, die Dinger sind in der Kiste gelandet und kommen da nicht mehr raus. Okay. Ja, ich glaube, der Hopper ist gerade noch nicht funktionell. Ich muss den Hopper unten auf die Hopper-Ducks löten. Und nicht auf die Kiste, nicht von unten an, gegen die Kiste. Das wird ein bisschen doof. Oh Gott. Da kommt nichts mehr an. Da kommt nichts mehr an, das wäre schon längst da. Das wäre schon längst da. Wir gucken mal ganz kurz in der Kiste nach. Pass auf. Aber gut, wir überprüfen. Alles, was wir bauen, müssen wir prüfen natürlich. Und Schatzi hängt oben rum und sagt den ganzen Tag nur... Okay, wir sind hier. Ich muss mal ganz kurz da. Das muss ich mal rausziehen. Wups. Wir sind da irgendwo neben der Treppe. Hallo. Boah, ich muss hier unbedingt alles... Die Treppen und so muss ich neu machen. Hä? Hä? Ich hab ja gerade einen wooden Slab rausgehauen oder irgendwas. Hä? Aber wo? Das war doch Treppe, oder? Das war doch die Treppe? Strange. Das ist doch die Treppe, die nach unten führt. Und da habe ich gerade einfach was rausgerissen. Und das hat er einfach so... Jetzt muss aber. Also jetzt, ich guck mal ganz kurz nochmal. Das ist doch völlig unmöglich, dass das jetzt irgendwie... Ah, na also. So, hier ist die Kiste. Slabs können wir gleich wieder anbringen. Hier ist die Kiste. Was?
Nett. Ernsthaft? Warum hat das so lange gedauert? Die kam ja jetzt gerade erst rein. Warum? Deswegen. Wir könnten die Kiste einen nach unten setzen. Das würde. Aber dann wäre die Pipe von oben, dann wäre die auch blockiert, ne? Okay, Kiste darf nicht von oben. Oh. Ich kann hier natürlich auch keine Treppe hinsetzen. Das geht natürlich nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Soll ich die Kiste nach unten bauen einfach? Also soll ich die einfach runterbauen auf einer Zwischenkiste? Kann man Pipes direkt in den Hopper übergehen lassen eigentlich? Nur mal so gefragt, geht das? Würde ich gerne mal probieren. Pass auf, hier sind die Dinger. Lalala. Und dann machen wir ganz kurz eben. Zack. Und dann wäre hier der Hopper. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber es wäre. Hallo? Hallo? Es wäre den Versuch auf jeden Fall wert. Das Rohr. Ich weiß nicht, ob das Rohr da dran ist. Ich kann es nicht sehen von hier aus. Wir probieren es mal aus. Das wird es natürlich noch einfacher machen, aber gut. Dann sparen wir uns die Kiste für zwischendurch. Okay. Rohr sieht connected aus. Okay, wir probieren es mal ganz kurz aus. Zwei Soap und wieder zwei Stone Transport. Ich sehe die gar nicht im Item-Hopper. Aber die sind auch nicht einfach weggeflogen, ne? Und so langsam wie das gerade ist, scheinen die gerade durch die Ducts zu wandern. Man merkt es ja immer sehr deutlich, wenn die Ducts aktiv sind gerade, weil das sind ja nur 50.000 Stück, die wir hier gebaut haben. Ach, super. Ach, die Kiste kam auch gleich mit. Schön. Danke. So, funktioniert. Das funktioniert. Okay, alles klar. Dann halt, das heißt, wir haben jetzt unseren Kreislauf perfektioniert. Wir haben die Dinger da oben hingebaut und sowas mache ich normalerweise immer offscreen. Müsst ihr mal sagen, ob euch das besser gefällt, wenn ich sowas offscreen mache, so eine Spielereien, oder ob wir die weiter im Let's Play direkt machen sollen. Weil so mit diesem Rumgebastel, das mache ich gerne eigentlich sonst immer so ein bisschen gemütlich, weißt du, wenn du so ein bisschen Zeit hast und sowas. Gut, Müll haben wir, aber dieses Ding da hinten ist noch nicht angeschlossen, ehrlich gesagt. So, gut, funktioniert alles. Jetzt kann ich theoretisch alles einsortieren. Alles auf der ganzen Welt kann ich jetzt einsortieren. So, schreibt es einfach mal in die Kommentare bei YouTube. Jetzt nicht in den Chat, weil ich da gerade nicht alles nachlesen kann. Sondern gerne in die Kommentare bei YouTube. Da sieht man das dann, glaube ich, auch besser. Oder vielleicht soll ich mal eine Umfrage machen. So, das Problem ist dieses Ding. Ich glaube, da brauche ich, ehrlich gesagt, brauche ich diese Pipes gar nicht dafür. Ich brauche da gar keine Pipes. Ich mache das nur mit Ducts. Ob ich das jetzt noch mache? Ich werde es mir nie merken können. Okay. Oh Gott, wir müssen bald wieder auf eine Eisentour gehen, wenn es weiter so geht. Ich glaube, noch haben wir genug. Die Kiste kommt weg. Die Kiste kommt weg. So, du kommst weg. Und dafür machen wir dann hier. 6 Stück haben wir noch. Wir werden uns eine neue Ducts machen müssen. Was war das denn? So. Hier muss dann irgendwie Erde davor. Das geht nicht anders.
Und dann... Wir machen einfach die Ducts bis hier oben, bis zur Kiste und fertig, ne? So machen wir das. So. Gut, mache ich das dann auch gleich in der Höhe? Komm, ich mache das gleich in der Höhe. Ich weiß, ich muss dann hier ein bisschen mit der Erde leider ein bisschen nach vorne gehen. So, warte, warte. So, da dran. Da dran. Was ist das denn? Ja, scheiße. Sieht scheiße aus. Wieso geht denn da nach oben? Ach so, ich muss mit Shift... Ah, nee, mit Shift geht das ja dann auch nicht. Wenn ich mit Shift dran mache, wird es nicht funktionieren, ne? Vor allem nicht, wenn ich dran stehe. Ich muss gleich was essen. Ich weiß. Ja, ich weiß. Warte. Doch, mit Shift ging's. Okay, alles gut. Mit Shift geht's. Und dann machen wir weiter. Ja, 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 ich weiß. Okay, wir müssen eh was essen. Wir gehen kurz was essen. Hallo. Ah ja, hier geht's ja nochmal ein nach oben. Okay. So. Hier. Jetzt mal Happen essen. Das Problem ist, wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel zu essen. Oh, ich muss kochen, verdammt. Ich muss einfach kochen. Danke für nichts. So, Habe ich hier vielleicht noch im Kühlschrank ein paar Cheesies? Ich habe gar nichts mehr. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe gar nichts mehr. Also ich habe schon da oben die Sachen drin, aber die sind so schön exotisch, die würde ich gerne behalten. Oh, lecker. Oh, Mann, jetzt habe ich echt Hunger. Jetzt habe ich RL-Hunger. Wenn ich das so sehe. Gut, das hier, jetzt ist der Hunger wieder weg. Ich muss kochen. Ich muss dringend kochen. Und dafür brauchen wir Sojabohnen. Wie viele Sojabohnen haben wir hier oben? 16. Das ist nicht so viel. Ich packe mal ein paar Sojabohnen in die Presse wieder. Weil sonst, sonst wird das Ewigkeiten dauern. So, Sojabohnen. Ich muss hier noch weiter aussortieren. Ne? Ich habe ja das Lager alles neu gemacht und so. Aber ich habe es noch nicht sortiert danach, weil das war zu krass einfach. Sojabohnen 137. Bist du diese Sojabohne? Oh, haben wir die wieder? Scheiße. Gut, die Pilze. Das hier, ich muss das, das macht ja zwischen den Folgen Gronkh. Ich versuche jetzt nochmal ganz kurz noch was mit Essbares irgendwie zu kredenzen. Ich glaube, wir werden das eh nicht mehr schaffen. Okay. Bist du diese eine Sojabohne? Dort, wo ich wohne, stehen Schatten aus Beton. Jedes dritte Hip-Hop-Lied. Okay, machen wir hier einfach weiter. Warte, warte, warte. So, wir machen das ganz kurz in die Autopresse hier. Autopressanlage, zack, zack, zack. Nein, du nicht. Hier. Sonst geht es kaputt. Ist hier voll? Nee, da haben wir noch ein bisschen Platz. Okay, da haben wir Zement drin, da haben wir harten Clay drin. Jetzt kriegen wir Sojamilch rein. Sojamilch hat man, glaube ich, extra noch gemacht, oder? So, und hier, das Varanei. Boah, das Varanei, ich will das gar nicht hier unterkriegen. Ich hasse diesen Varan. Ich hasse diesen Varan. Er beging Varan in unserem Staat. So, jetzt reicht's aber. Hör auf, ist nicht lustig. Okay. So, hier wird alles gepresst. Das ist ja gut. Alles gepresst. Gar kein Problem. Und wir müssen uns tatsächlich... wir haben gar keinen Platz im Inventar. Wie soll ich das alles machen? Diese scheiß Pipes. Diese scheiß Pipes. Wenn du so scheiß bleibst und so einen Scheiß schreibst. So. Entschuldigung. Hier... Haben wir Salpeter hier oben eigentlich? Ist das? Ne, das ist Zucker, ne? Das ist Zucker. Salpeter für Säureproduktion in der Küche, falls wir Leute loswerden wollten. Jedenfalls, wo haben wir denn? Wir haben immer noch diesen komischen Oak Desk. Den stelle ich auch mal ganz kurz weg. Ich weiß, wir haben mega Hunger. Aber wir kochen uns gleich erstmal was, wenn wir kochen.
gesprochen. Also. So, das Tischchen, das können wir ja ganz locker, das können wir ganz locker aus der Hose hierhin düften. Ich stelle es mal hier hin. Guck mal, das geht doch. Dann haben wir hier Ausgang, lalala, kommt noch ein Schild hin, vielleicht drehen wir die Treppe oben, machen da ein Schild dran, ich weiß noch gar nicht. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz hoch. Boah, wir müssen uns echt beeilen. Ich laufe hier wieder auf dem letzten Loch. Ich stelle mich gleich da unten in Poison Ivy. Und dann esse ich noch drei Äpfel. Apropos drei Äpfel. Die verschaffen uns Zeit. Köstliche Äpfel. Jetzt haben wir 2 Nanosekunden mehr Zeit. Was haben wir denn eigentlich an... Ganz kurz. Cheeseburger. Wir machen Cheeseburger. Ganz normale Cheeseburger. Ohne Bacon. Obwohl doch mit Bacon. Okay. Dann brauchen wir nämlich Cheeseburger, lalala. Dafür brauchen wir was? Für Hamburger brauchen wir nicht Raw Beef, sondern Firm-Tofu-Toast. Firm-Tofu und Toast. Wie viel Firm-Tofu haben wir? 92. Ich habe so mitgedacht. Und Toast, wie viel Toast haben wir? 16. Ich habe nicht mitgedacht. So, und eine Skillet. War das diese hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Skillet, da haben wir. Firm-Tofu und Toast. Zack, haben wir Hamburger. Achso, da haben wir nochmal Hamburger. Firm-Tofu haben wir schon drin. Wo ist denn der Toast? Alter, wo ist der Toast? Okay, Skillet. Ich wünsche, das könnte man auf dem Herd machen oder so. Das ist immer so ätzend im eigenen Inventar. Das ist so ein bisschen nervig. Warte, hier die 8. Toast. Wir brauchen auf jeden Fall noch Toast. Bist du dieser eine Toast? Weißt du, was ich meine? Dieser Toast gibt mir Kraft und fördert meine Reime. So, hier. Da mache ich nochmal ganz kurz. Das macht mal Spaß zwischendurch immer so eine Scheiße. Es tut mir echt leid. Käse. Käse, Käse, Käse. Käse, Käse, Käse. Das ist Käse, ne? Jo, das ist Käse. So, Käse. Wie viel Käse haben wir? 16 Blöcke Käse. Zack, Cheeseburger haben wir jetzt. So, Cheeseburger. Cheeseburger. Ich glaube, Cheeseburger reichen auch, ne? Ja, ich glaube, Cheeseburger reichen locker. So. Das haben wir. Das haben wir sehr gut. Und diesem Cheese geht dahin. Diesen Cheese für den später. Okay, was kann ich jetzt wieder wegballern? Wo ist denn... Ne, haben wir alles einsortiert. Okay. Firm-Tofu. Salz haben wir auch wieder dabei. Wieso habe ich denn Salz mitgenommen? Weiß ich gar nicht. Warte. Ich würde gern Toast auf Vorrat machen. Brot haben wir auch nur noch 12. Okay, pass auf, wir machen dann mal folgendermaßen. Jetzt sind wir natürlich wieder genährt. Ich mach mal ganz kurz ein bisschen Brot und ein bisschen Toast. War ganz ehrlich, Zukunftsgronk, der fugt sich sonst ein bisschen ab, wenn wir nichts gemacht haben. Achso, ich bin ein zu hoch. Ich bin wieder ein zu hoch. Auf der Leiter von dem Erfolg. So, jetzt reicht's aber. 3. Und jetzt, zack, zack und zack. Brot. Bring ich erstmal nach oben. Und dann hau ich dir mal ganz kurz. Ups. So, warte. Dieser Brot wird kein leichter sein. Er wird steinig und schwer. Okay, die Presse. Okay, die Presse läuft. Aber in der Zeit, wo die Presse läuft, hier ist noch Kohle drin. Das heißt, ich kann ganz easy nochmal ein paar Brote hier reinschmeißen. So, wir toasten uns die mal einfach alle durch. Wir toasten uns die... Na, kann ich gleich machen. So, pass auf, wir machen nämlich nochmal Brot. Alter, wir machen nochmal Brot. Das ist so gewagt einfach. Zukunftsgrong wird so stolz auf uns sein. Aber wahrscheinlich vergisst er das einfach wieder. Ich kenne ihn ja. Zukunftsgrong ist echt so ein Bastard. Deswegen hinterlasse ich dem immer so viel Scherben, der dann zusammenkehren muss. Scherben der Vergangenheit bedeuten die Zeit, die ich nicht habe, mich auf Zukunft zu konzentrieren. Ich kriech voran auf allen Vieren durch das, was ihr Leben nennt. Ich kaufe mir später einen Benz. So, warte. Ich mach weiter Brot. Komm. Einmal nach oben. So, und dann hier. Ah, nee, das mach ich nicht da, das mach ich da hinten.
So. Okay. Ach nö. Ach, hier ist noch der Hartmut Clay. Der Hartmut Clay ist hier überall drin. Den habe ich ja ganz vergessen. So. Und den Rest da oben drin. Gut, das haben wir. Ich komm hier später, wenn es mit Taxischild oben drauf ist, auch schön. Ah, schön. Gefällt mir gut. Okay, gut. Das haben wir gemacht. Diesen komischen Hartmut Clay.